Hallo Leute. Hallo? Der Hund hat schon einen neuen Besitzer. Ja, tut mir wirklich sehr leid. Heute präsentiere ich euch Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Ja, worum geht's in Hachiko, eine wunderbare Freundschaft? Es geht um einen Professor, der kommt nach der Arbeit am Bahnhof an. Dort findet er einen kleinen Akita-Welpen. Dieser scheint verloren zu sein. Er versucht dann schnell kurz noch seinen Besitzer zu finden, doch das stellt sich als schwierig natürlich heraus. Er versucht den Hund dem Bahnvorsteher zu geben, damit er auf den Hund aufpasst, bis der Besitzer sich meldet. Doch dieser sagt, er kann den Hund nicht aufnehmen, denn er darf ihn nicht mitnehmen und er müsste ihn dann im Bahnhof einschließen und am nächsten Tag ins Tierheim bringen, was der Professor natürlich auch nicht will. Also tut er den Hund mitnehmen, was seine Frau nicht so gefällt, aber er macht es halt trotzdem, denn er ist ein ziemlicher Hundenarr. Darauf bildet sich ein Bund zwischen den beiden, dieser ziemlich stark wird, denn Hachiko bringt später den Professor immer wieder zum Bahnhof und holt ihn auch pünktlich um 17 Uhr ab, wenn der Zug ankommt. Kann das ein Happy End ergeben oder nicht? Das erfahrt ihr in Hachiko. Ja, wer die wahre Geschichte dahinter kennt, weiß leider, wie es ausgeht. Ich versuche es jetzt hier nicht allzu sehr zu spoilern. Der Film ist von 2009 aus den USA. Das Genre ist Drama, was auch schon wieder ein bisschen spoilert. Allein schon das Genre. Länge war 89 Minuten und FSK ist ab 0. IMDb-Rating ist 8,1, also ziemlich gut. Und man kann ihn sogar streamen auf Join Prime und den Prime-Channeln All Stars und Arthouse Plus. Der Direktor war Lasse Hellström, der hat zum Beispiel auch Gilbert Grape irgendwo in Iowa gemacht. Den habe ich leider nur die erste Hälfte gesehen. Aber den werde ich vielleicht auch noch machen, das ist nämlich auch ein guter Film. Und Bailey, ein Freund fürs Leben, was halt auch ein trauriger Hundefilm ist. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu sind wir hier? Wofür ist das alles gut? Und warum schmeckt das Essen aus dem Müll so viel besser? Das war ich. Und das war ich auch. Und dann war ich dieser kleine Kerl. Ziemlich viele Leben für einen einzigen Hund. Ja, als Schauspieler haben wir Richard Gere. Der war in Der erste Ritter zu sehen. Die Braut, die sich nicht traut. Und Pretty Woman. So what happened after? He climbed up the tower and rescued her. She rescues him right back. Wir haben Joan Allen, die war zum Beispiel im Körper meines Feindes zu sehen, und Death Race. You win again. Mr. Ulrich. I always win. Damn. I love this game. Wir haben Cary Hiroyuki Tagawa, den kennt man aus den Mortal Kombat Filmen aus den 90ern und dem Film Sky Sharks. Wir haben Jason Alexander, den kennt man aus Dunstan allein im Hotel. Den würde ich auch gerne noch machen, aber der ist echt schwierig zu kriegen. Und aus der Serie Seinfeld natürlich. Wir haben Sarah Römer, die war zum Beispiel in Locked In und dem Film Disturbia zu sehen. Wir haben Rock Dagnan, der war nur in zwei Filme noch, in Gloss und Transfiguration. Beide haben kein Erscheinungsdatum bei Google und man kann auch kaum Bilder von ihm finden. Wenn man ihn eingibt, kommen halt von anderen Schauspielern aus diesem Film Bilder zusätzlich, was interessant ist. Wir haben Tora Hellström, das ist die Tochter von Lasse Hellström, also dem Direktor, und sie war nur in zwei weiteren Filmen zu sehen. Hilma von 2022 und Safe Haven von 2013. Wir haben Eric Avari, der war zum Beispiel in Die Mumie zu sehen, und Steinzeit Junior, was auch so ein Film ist, den man echt gar nicht so leicht kriegen kann und der auch ziemlich dann teuer wird. Ich hoffe, ich finde den nochmal irgendwo zu einem angemesseneren Preis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben Kevin DeCoste, der war zum Beispiel in Moonrise Kingdom und The Purge Election Year. Und dann haben wir noch Davinia McFadden, die war zum Beispiel in Ein verrückt genialer Coup
und Wildcard zu sehen. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Film basiert auf einer realen Geschichte aus den 1920er Jahren in Tokio, wo ein Professor einen Akita gefunden hat und die beiden haben sich dann halt sehr angefreundet. Sollte ich jetzt die Geschichte weitererzählen? Ich glaube nicht, weil auch diese Geschichte den Film natürlich spoilert. Hachi, also Hachiko der Hund, irgendwie wird er im Film gar nicht Hachiko genannt, sondern wirklich nur Hachi, wird von drei verschiedenen Hunden gespielt. Einmal von Chico, Lila und Forrest. Was wahrscheinlich daran gelegen ist, dass man ihn als Welpen sieht, als ausgewachsenen Hund und dann später halt auch als alten Hund. Es gibt noch weitere Verfilmungen dieser Story. Es gibt noch Hachiko, wahre Freundschaft, währt ewig aus Japan von 1987. Der hat ein Rating von 8,0. Und Hachiko, Freundschaft für die Ewigkeit von 2023. Der hat ein Rating von 7,2. Also bei den ganz kleines bisschen schlechter als dieser Film, aber doch sehr gut. Leider habe ich die noch nicht gesehen. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch irgendwann mal antun. Der Film ist nämlich ziemlich emotional. Ja. Hachiko wurde auch 1935 dann leider tot aufgefunden in Shibuya. Und das wurde dann auch in den landesweiten Medien verkündet, dass dieser Hund tot ist. Denn er war doch bekannt als sehr loyaler Freund, was halt schon traurig ist. Es gibt auch vor dem Bahnhof von Shibuya in Tokio eine Bronzestatue von Hachiko. Ja, der Film ist echt, ist gut gemacht. Wir haben halt keine wirkliche Action oder sowas drin. Es ist halt die Geschichte von dem Mann und seinem Hund, die sich anfreunden und dieser Hund ist halt auch sehr treu. Der Film, wenn man, ich habe den Trailer gesehen und ich kannte halt schon die Story dahinter und selbst die drückt einem schon auf die Tränendrüse. Es gibt auch in Futurama eine Anspielung auf diesen Film. Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es eine Anspielung darauf ist. Also, wenn ihr dieser Film, also man muss schon wirklich Lust auf diesen Film haben, denn er ist sehr hart an den Gefühlen, weil die Bindung zwischen dem Mann und seinem Hund ist halt sehr stark und Richard Gere ist natürlich auch Charisma pur, wie immer. Selbst mir kommen da die Tränen und ich bin jetzt nicht so bekannt dafür. Doch eigentlich schon. Naja, also es ist ein ziemlich trauriger Film, wenn man das Ende weiß. Eine Sache finde ich jetzt nicht ganz so gut an dem Film, das ist die Verteilung der Story. Es gibt ein Event, was passiert und ich fände halt, wenn man mehr von der Bindung am Anfang sehen würde zwischen den beiden, fände ich noch ein bisschen besser, weil es springt halt so ein paar über mehrere Jahre immer nur so relativ kurze Szenen mit ihm und seinem Hund. Ich fände es so ein bisschen weniger und längere Szenen und dafür auch am Ende so ein bisschen weniger, hätte ich halt besser gefunden. Aber das ist halt, Ansichtssache. Da gibt es keinen richtig oder falsch, will ich jetzt einfach mal sagen. Das war meine Review zu Hachiko. Ich würde ihm jedem empfehlen, aber macht euch wirklich auf einen emotionalen Film bereit. Den kann man jetzt nicht einfach mal so gucken, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, damit wünsche ich euch einen schönen Tag und tschüss. Buddy, hast du dich verlaufen? Er irrte am Bahnhof herum. Und du dachtest, du nimmst ihn mit und überredest mich, ihn zu behalten. Ich kläre morgen früh sofort, wem er gehört, okay? Dad, ich liebe ihn. Hat er auch schon einen Namen? Ja, hat er. Gast auf Zeit. Hol ihn! Nein, im Ball. Jetzt dreht er völlig durch. Der Hund ist schon vergeben. Tut mir leid. Ich muss zur Arbeit. Geh nach Hause, Hachi. Hachi, wo kommst du denn her? War er den ganzen Tag hier? Nein, er ist hier aufgetaucht.
Er kommt jeden Tag. Unglaublich. Hachi! Hey, Hachi! Du brauchst nicht mehr auf ihn zu warten. Er kommt nicht wieder. Ist das der Hund, von dem alle Welt spricht? Er kommt jeden Tag, selbe Zeit, selbe Stelle. Ich glaube, das gäbe eine gute Story. Still here? It's over. Go home. Go.